für Operation Asche wurden an Admiral Versio geliefert. Die nächste Mission ist ebenso wichtig. Inferno hat Zugriffsfreigabe für ein Geheimobservatorium des Imperators auf dem Planeten Pilio. Es enthält gefährliche Artefakte, die der Feind nicht bekommen darf. Das Observatorium wird von einer Mantelverteidigung geschützt. Miko, Sie haben die nötige technische Expertise. Rüsten Sie eine Expedition aus. Finden und zerstören Sie das Observatorium. Dieser Planet muss etwas ganz Besonderes sein. Du bleibst hier, R2. Ihre Scanner haben uns bestimmt entdeckt. Wow. Schon okay, okay, R2. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kein Wunder, dass man nur die ersten drei Missionen spielen durfte. Schub. Luke Skywalker nutzt die Macht, um Gegner vor sich mit einem Schub über Kanten oder direkt Gegner oder direkt in Gegner Gefahrenquellen zu werfen. Luke bewirkt eine Entladung von Machtenergie aus dem Boden, die Gegner mit Wirkungsbereich Schaden zufügt, und Luke erhöht mit der Macht sein Tempo, um schnell eine beliebige Richtung zu laufen. Da ist unser X-Wing. So, blocken wir, okay. Okay, okay, okay. Was ist das? Ein Lichtschwert! Erschieß ihn! Erschieß ihn! Würde das Imperium auch etwas? Ja, natürlich sucht das Imperium etwas. Ich find's cool, wie man einfach die Schüsse umlenken konnte. Das könnte man den ganzen Tag machen. Einfach so hinstellen und dann immer die Schüsse umlenken. So. Ich weiß nicht, wie hoch wir mit Flug nehmen. Und da kommt die Verstärkung. Humor hat er ja. Gut, kann er auch. Er hat gerade den Todesstand zerstört. Also er nicht, aber. Sein Vater geläutert. Todesstand zerstört. Bald mal aber die Deckung fallen lassen, krieg ich mir echt extrem viel Schaden. Denkst du? Thank you.
Boss auch hier. Da ist er. So wollte ich das nicht. Nee, so wolltest du das nicht. Rebellion fußen auf Hass. Hast du es vergessen? Etwas Unnatürliches. Hat mich das gerufen? Vielleicht war es doch mehr. Ich bin wohl nicht der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. Deswegen. Lass mal warten, bis wir wieder voll sind. Das wird mir sonst zu aufwendig und zu turbulent. Oh, Del Mico. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hallo! Hallo, kann mich jemand hören? Wer sind Sie? Ich habe Sie rufen gehört. Klang, als würden Sie Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Könnten Sie mich wohl hier rausholen? Halten Sie still. Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Oh, eklig. Oh, keine Spinnen. Nein, 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 nein. Das wird nicht bringen. Aber das hier. Nein, warten Sie! Guckt er doof. Geil. Echt gut gemacht. Ich kenne 100 Geschichten über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie? Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Ja, man muss ja sagen, er ist als Junge auf Coruscant aufgewachsen, Del Mico. Sie suchen also etwas. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Ha. Na, was für ein Glück. Es ist immer mehr als Glück. Klar, die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihr Lichtschwert? Es tut mir leid. Dachte ich mir. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Das klingt diplomatisch. Nein, also Del Mico ist auf Coruscant aufgewachsen und war dort, hat dort wahrscheinlich auch diesen Verrat der Jedi mitgekriegt. Also es hieß ja, die Jedi haben versucht, die Republik zu stürzen. Aus der Perspektive des Kanzlers natürlich nur. Und von daher finde ich vor allem seine Geschichte sehr spannend. Noch mehr Käfer! Dieser ganz gefährlichen Propaganda aufgewachsen ist, wenn man so will. Warum greifen die Dinger uns an? Sie sind wütend. Wir sind hier die Eindringlinge. Gut, die Käfer können wenigstens kein Fernkampf. Er ist wie Durastahl.
Das Zeug wird fast sofort hart. Und zerspringt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium des Imperators. Darum sind Sie also hier. Keine Sorge. Ich will es zerstören. Moment! Das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und begräbt uns. So etwa? Besser. So, das hätte er wahrscheinlich gesagt. Ich hab das schon mal. Ja. Jetzt tickt die Uhr wirklich. Ihr Verteidigungssystem stört die Biosphäre. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Ich halte sie auf. Machen Sie weiter. Noch mehr von denen. Boah, das sind eklige Käfer. Käfer sehen nicht gerade glücklich aus. Nee, das sieht wirklich nicht friedlich aus, das ist eklig. Jetzt wirklich fernkommt. Was zur Hölle? Hilfe! Was, Hilfe? Das ist knapp verstanden, bei wenig bin ich erfolgreich. Und noch eins. Und wo? Oh Gott. Was war der ganze Spaß? Ja, da komm halt mal rüber. Danke. Los geht's. Wir haben 4 Minuten. Dann explodiert das System. Ich brauche Hilfe mit den Käfern! Wir haben nur noch 3 Minuten, bevor das System explodiert. Du hättest ja auch weitermachen können, da waren ja auch noch keine Käfer. Keine Käfer. Immer Probleme suchen, wenn keine sind. Typisch Imperialer. Lass mich doch in Ruhe. Was auch hinter den Türen ist, die Käfer mögen es nicht. Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Warum hat der Imperator einen
Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt. Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt. Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein.